taken me over. You have won my heart. Danke, Herr. Amen und Amen. So, praise the Lord. Are you ready? Yes. Preis dem Herrn. Ich meine, Pfingsten ist ein Fest, stimmt's? Und das dürfen wir haben. Einfach, Pentecost ist eine Celebration. Preis dem Herrn. Und wir werden eigentlich zwei Hauptgottesdienste ja heute haben, mit zwei verschiedenen Themen. Wir werden die 10 Jungfrauen heute Morgen anschauen. Und dann am Abend, ab 18.30 Uhr, werden wir miteinander die 4 Weltreiche anschauen, die es gibt, und darüber sprechen, was die Zeit der Heiden bedeutet. Wir nennen diese Tageskonferenz, nennen wir Things to Come. Und wir haben eigentlich, das ist das erste Mal jetzt, dass wir damit beginnen. Und ich glaube, wir werden das an jedem Pfingsten so machen, dass wir Pfingsten dazu reservieren, über die Dinge zu sprechen, die auf uns zukommen werden, über die Zeichen der Zeit sprechen werden. Ich werde heute Abend dann auch einige noch aktuelle Zeichen der Zeit ansprechen, okay? Was auch gerade im Nahen Osten auch gerade abgeht, aber das dann konzentrierter heute Abend. Jetzt wollen wir über das Pfingstfest reden, preis dem Herrn, und wir wollen darüber sprechen, über die 10 Jungfrauen und das Werk des Heiligen Geistes. Das Werk des Heiligen Geistes, die 10 Jungfrauen und das Werk des Heiligen Geistes. Preis dem Herrn. Auf der ganzen Welt wird heute Pfingsten gefeiert. Auf der ganzen Welt kommen Menschen heute in Berührung mit der Person des Heiligen Geistes. Ist das nicht fantastisch? Denn der Heilige Geist ist eine Person. Und auf der ganzen Welt kommen Menschen heute, machen eine reale Erfahrung mit dieser Person des Heiligen Geistes. Preis dem Herrn. Und ich möchte heute das mit euch zelebrieren, indem wir das Thema der 10 Jungfrauen anschauen. Okay? Und dazu müssen wir natürlich das Gleichnis, die Geschichte davon lesen. Und die finden wir in Matthäus 25. Und ich lese die ersten 10 Verse von den 10 Jungfrauen. Dann wird das Reich der Himmel 10 Jungfrauen gleichen, die ihre Lampen nahmen und dem Bräutigam entgegengingen. 5 von ihnen aber waren klug und 5 töricht. Die Törichten nahmen zwar ihre Lampen, aber sie nahmen kein Öl mit sich. Die Klugen aber nahmen Öl in ihren Gefäßen mitsamt ihren Lampen. Als nun der Bräutigam auf sich warten ließ, wurden sie alle schläfrig und schliefen ein. Um Mitternacht aber entstand ein Geschrei. Siehe, der Bräutigam kommt. Geht aus, ihm entgegen. Da erwachten alle jene Jungfrauen und machten ihre Lampen bereit. Die Törichten aber sprachen zu den Klugen, gebt uns von eurem Öl, denn unsere Lampen erlöschen. Vers 9. Aber die Klugen antworteten und sprachen, nein, es würde nicht reichen für uns und für euch. Geht doch vielmehr hin zu den Händlern und kauft für euch selbst. Während sie aber hingingen, um zu kaufen, kam der Bräutigam. Und die bereit waren, gingen mit ihm hinein zur Hochzeit. Und die Türe wurde verschlossen. Was für ein aktuelles Thema im Licht der gestrigen Hochzeit. Okay, also passt perfekt, okay. Passt perfekt. Und auch dort wurden die Türen verschlossen. He? Also da war nur so David Beckham war da und so solche Leute. He? Genau. Aber auch wenn wir nicht da waren, wir werden an eine Hochzeit gehen, die noch viel royaler ist. Amen. Hoffen wir auch, David dort zu sehen. Heißt dem Herrn. Ich mag ihn, auch wenn er oft kritisiert wird. Ist ein guter Fußballer.
Praise the Lord. Amen. Du kannst mir zurückschalten auf Vers 1. Ich möchte heute Morgen dieses wunderbare Gleichnis der 10 Jungfrauen möchte ich mit euch heute ganz frisch aufrollen. Denn ich glaube, hier wurde dem Leib Christi etwas angetan in der christlichen Kirche, das so viel Schaden zugefügt hat. Denn dieses Gleichnis wird oft genommen, als dass man es auf die Church, auf die Gemeinde hin ummünzt und dadurch eigentlich sagen will, dass nicht alle bereit seien, wenn Jesus wiederkommt, oder nicht alle bereit sind für die Entrückung. Ich glaube, der Leib Christi hat hier in der Interpretation und in der Auslegung der 10 Jungfrauen hat sich hier kein Gefallen getan, sondern Steine in den Weg gelegt. Okay? Aber wir wollen dieses Gleichnis heute aus der richtigen Perspektive, aus der jüdischen Perspektive anschauen. Denn das musst du machen. Okay? Also das ist keine westliche Hochzeit. Gestern war es schön mit Harry und Meghan, aber das ist nicht Harry und Meghan. Okay? Deswegen können wir das hier nicht mit hineininterpretieren, unsere westlichen Gedanken, sondern wir müssen das Jüdische im Blickfeld haben, die jüdische Hochzeit, das jüdische Hochzeitsfest. Und deswegen werden wir zuerst, im ersten Teil werden wir über drei Versäumnisse bezüglich der Auslegung der 10 Jungfrauen, die gemacht wurden, werden wir betrachten. Okay? Drei Versäumnisse. Das erste Versäumnis ist das erste Wort im Gleichnis. Menschen haben das dann nicht beachtet. Denn dieses kleine Wort dann ist ein ganz, ganz wichtiges Wort. Denn wenn ein dann kommt, bezieht sich das dann auf das, was vorher war. Also einfach hier hinein zu interpretieren, das ist ein Gleichnis für die Gemeinde, das ist ein Gleichnis für die Entrückung, ist eben nicht korrekt, weil dann am Anfang steht. Dieses Gleichnis muss zeitlich an den richtigen Punkt eingeordnet werden. Und wenn das nicht gemacht wird, dann kommt man zu falschen Schlüssen. Und deswegen steht das dann. Nun, auf was bezieht sich das dann? Ist relativ simpel und einfach. Dank den Übersetzern, Vers 24 kommt vor Vers 25. Kapitel 24 kommt vor Kapitel 25. Ist relativ simpel. Also das dann bezieht sich auf das, was er gerade vorher gesagt hat. Und was hat er gerade vorher gesagt? Er hat über die Tage Noahs gesprochen. Er hat darüber gesprochen, dass es so sein wird, wie bei den Tagen Noahs. Die Leute werden heiraten und sich verheiraten lassen. Die Leute werden essen und trinken. Sie werden Partys feiern und Kater ausschlafen. Also er bezieht sich auf das, wie in den Tagen Noahs. Dann, wenn alles ganz normal ist, wird die Entrückung stattfinden. Denn du musst eins verstehen, der Schluss von Kapitel 24 behandelt die Entrückung der Gemeinde. Und er schließt das eigentlich mit dem ab, und du kannst mir Kapitel 24, Vers 42 geben. So wacht nun, da ihr nicht wisst, in welcher Stunde euer Herr kommt. Also hier ist das Wichtige, das du verstehen musst. In Kapitel 24 spricht er über die Entrückung, nicht in Kapitel 25. Am Ende des Kapitels 24, wenn es um die Zeit von Noah geht, spricht er die Entrückung der Gemeinde an. Weil die wird passieren, wenn alles ganz normal scheint. Wenn die Leute heiraten, wenn sie scheiden, wenn sie trinken, essen, betrunken sind, Kater ausschlafen. Wenn alles ganz normal auf dieser Welt ist, dann... Was danach geschieht, dann, wenn das geschehen ist, dann, wenn die Entrückung geschehen ist, dann, wenn wie zu den Tagen Noahs die Gemeinde genommen worden ist, dann, erst dann wird die Zeit sein und aussehen wie bei den 10 Jungfrauen. Erst danach. Okay? Das ist ganz wichtig, dass wir Vers 24 hier verbinden. Unser Nachteil oftmals ist, wir lesen in Kapiteln und Versen. Eigentlich ist das nur gegeben, damit ihr die Stellen schneller findet. Also stell dir vor, die Bibel hätte keine Kapitel und Verse. Da würde sogar ich lange suchen. Amen.
Aber das ist uns gegeben, damit wir schneller zum Punkt kommen. Aber wir dürfen es eben nicht in Kapitel unterteilt lesen. Wir dürfen eben nicht lesen, das sagt er hier im Kapitel 24 und jetzt kommt etwas ganz, ganz anderes, was mit dem nichts zu tun hat. Nein, das nennt sich Kontext. Das nennt sich Kontext. Und Jesus redet hier und er redet weiter. Also, Kapitel 24 am Schluss und im Vers 42, wir können nicht das Ganze lesen von Noah, aber hier im Vers 42 kommt es zum Höhepunkt. Wacht, da ihr nicht wisst, in welche Stunde euer Herr kommt. Das ist für die Gemeinde, preist dem Herrn. Und jetzt Kapitel 25, Vers 1 nochmals. Dann wird das Reich der Himmel 10 Jungfrauen gleichen, nach der Entrückung. Nach der Entrückung, sonst wäre das dann nicht da. Und wir werden nachher noch im Ablauf der jüdischen Hochzeit, werdet ihr schön sehen, wo das dann eben hineinpasst. Also das allererste, was wir heute jetzt hier festhalten, ist, dass dann bezieht sich nicht auf die Entrückung. Denn die Entrückung wird vorher beschrieben. Das dann bezieht sich auf nach der Entrückung. Okay? Das ist ganz, ganz wichtig. Also bezieht sich das, was wir hier lesen von den 10 Jungfrauen, auf das Ende der Trübsalszeit. Dann, wenn die Gemeinde schon lange weg ist. Dann, wenn wir schon mit dem Bräutigam verheiratet sind. Dann wird das Reich der Himmel 10 Jungfrauen. Das zweite Versäumnis, das gemacht wurde in diesem Gleichnis. Und zu Fehlinterpretation geführt hat, ist, man hat zu wenig unterschieden zwischen Jungfrauen und Bräuten. Eine Braut, genauer genommen. Denn das Wort Jungfrau im Griechischen ist eben Brautjungfrau, Brautjungfer. Und jetzt frage ich dich eins, hast du gestern am Fernsehen Brautjungfern gesehen? Sie waren etwas jung. Aber hast du die Braut gesehen? Ja. Hast du auch Brautjungfern gesehen? Ja. Meine Frage ist, gibt es einen Unterschied zwischen einer Brautjungfer und einer Braut? Yes. Hier geht es nicht um die Braut, es geht hier um den Anhang, den Hochzeitszug. Es geht hier um die Brautjungfern und es ging niemals in diesem Gleichnis um die Braut. Wie können Leute Braut hier hineininterpretieren, Gemeinde hineininterpretieren, wenn es gar nicht um die Braut geht, sondern es geht um den Anhang der Braut? Die das am Schluss das Bouquet fangen. Das Blumenbouquet. Also das ist ganz, ganz wichtig, dass wir das verstehen. Das zweite Versäumnis ist, mach den Unterschied zwischen der Jungfer und der Braut. Denn schau mal, was er sagt im 1. Korinther 7. Und Vers 34 sagt Paulus, es ist ein Unterschied zwischen der Ehefrau und der Jungfrau. Amen. Das ist nicht dasselbe. Wir sind die Braut Christi. Und wenn er uns holt, abholt, wenn er uns entrückt und wir 7 jahrelang im Himmel sind mit ihm, dann werden wir dort mit ihm verheiratet und wir werden aus Braut wird Ehefrau. Und es ist immer noch ein Unterschied zur Jungfrau. Als Braut ist ein Unterschied und auch als Frau, als Ehefrau ist ein Unterschied. Und weißt du, weswegen der Unterschied eben auch so markant ist? Im Griechischen ist das Wort für Jungfrau das griechische Wort Parthenos. Parthenos. Aber die Braut nennt sich eben nicht Parthenos. Das ist etwas lustig jetzt, aber die Braut ist im Griechischen Nymphe. Okay? Das ist Braut. Im Griechischen die Bezeichnung für eine Braut ist Nymphe. Und die Bezeichnung für eine Jungfrau ist Parthenos. Das sind zwei verschiedene Dinge. Diesen Unterschied muss man betonen. Also geht es nicht bei Matthäus 25 um Bräute, sondern es geht um die Parthenos, um die Jungfrauen. Halleluja! Das ist der zweite Unterschied, den man machen muss. Der dritte Unterschied, und das ist ganz, ganz wichtig, dass wir das ebenfalls verstehen.
Sagt sie, aber Pastor Erich, kannst du mir nochmals zurückswitchen zu Matthäus 25? Sagt sie, Pastor Erich, aber es geht um den Heiligen Geist. Es geht um den Heiligen Geist. Menschen in der Welt haben den Heiligen Geist nicht. Nur die Gläubigen haben den Heiligen Geist. Hier kommt das dritte Versäumnis hinein. Wo liest du hier, dass es hier um den Heiligen Geist geht? Nirgends. Kein einziges Mal wird in diesem Gleichnis das Wort Heiliger Geist benutzt. Leute nehmen einfach an, Öl gleich Heiliger Geist. Aber das ist nur eine Annahme. Nirgends wird uns hier gezeigt, dass es hier um den Heiligen Geist geht. Und weißt du, was in Tatenwahrheit ist? Es geht hier im Vergleich mit Öl geht's eben nicht um den Heiligen Geist. Es geht um etwas anderes. Aber oftmals haben Leute einfach diese Annahme getroffen. Öl, automatisch, Heiliger Geist. Nein, im Alten Testament siehst du, dass das Öl im Alten Testament für zwei unterschiedliche Dinge benutzt wurden. Und wir wollen das miteinander ganz kurz anschauen, deswegen müssen wir zurück zum zweiten Buch Mose, ins 39. Kapitel. Und wir schauen uns Verse 37 bis 38 an, denn dort sehen wir, für was das Öl zweierlei benutzt wird. Er sagt im Vers 37, den reinen Leuchter, seine Lampen, die zubereiteten Lampen und alle seine Geräte und das Öl des Leuchters und den goldenen Altar und das Salböl und das wohlriechende Räucherwerk und den Vorhang für den Eingang der Stiftshütte. Kannst du sehen, dass es zwei Arten von Öl gibt? Es gibt ja das Salböl. Aber es gibt eben auch das Öl für den Leuchter. Es gibt das Öl, das benutzt wurde als Licht für die Lampen. Ja, es gibt Salböl, aber wenn das Öl mit Heiligen Geist verglichen werden sollte, sollte es eben das Salböl sein, denn die Salbung ist ein Bild für den Heiligen Geist. Aber das Öl der Lampen, das Öl der Leuchter ist kein Bild für den Heiligen Geist, weil Öl für Leuchter und Öl für Lampen. Und Frage, was brauchen die 10 Jungfrauen? Brauchen sie Salböl? Was brauchen sie für Öl? Öl für ihre Lampen. Amen. Sie brauchen Öl für ihre Lampen, sie brauchen Öl für ihren Leuchter, damit sie Licht haben. Dieses Öl des Leuchters ist Licht. Und Licht in der Schrift steht für Weisheit. Das Öl in den Jungfrauen war nie Salböl des Heiligen Geistes, weil die salben sich nicht gegenseitig. Die brauchen Licht, Licht auf ihrem Weg, Licht, wann der Herr wiederkommt. Sie brauchen Weisheit, dort geht es um Weisheit. Das Öl der Jungfrauen ist das Öl der Weisheit und nicht das Salböl des Heiligen Geistes. Halleluja! Weil du siehst es hier ganz glasklar, zwei Arten von Öl. Und diese zwei Arten von Öl, die erhält man eben auch gemäß der Pressung. Wenn du in Israel bist, wenn du mit uns mitkommst nach Israel, siehst du die Ölpresse und die verschiedenen Pressen, die es gibt. Die erste Presse, das ist das extra, wie sagt man, Vergine? Extra Virgin Oil. Ja, genau. So, das ganz teure, das ist diese erste Pressung, das ist das Öl, das kostbarste, das teuerste Öl, das benutzt wird für die Priester, wenn sie gesalbt werden. Und dann gibt es noch weitere Pressen und die letzte Presse, die Billigpresse am Schluss sozusagen, ist und wird benutzt für die Lampen, damit die Lampen Öl haben und sie lange andauernd brennen und ihr Licht spenden. Die guten ersten Premiumpressen, die sind
für den Körper. Aber die günstigen letzten Pressen, stimmt's, wir haben es angeschaut, gibt drei oder vier Pressen gibt's, drei gibt's. Die letzte Presse, das ist die fürs Licht. Wow. Also wir sehen hier ganz klar, Öl nicht gleich Öl. Verstehst du? Öl ist nicht gleich Öl und deswegen dürfen wir nicht den Fehler machen, Öl gleich immer in Verbindung mit dem Heiligen Geist zu bringen. Denn schau dir an, was es heißt in Sprüche 21. Sprüche 21 und Vers 20. Ein wertvoller Schatz und Öl ist in der Wohnung des Weisen. Aber ein törichter Mensch vergeudet es. Geht es nicht bei den 10 Jungfrauen um die Klugen und die Törichten? Amen. By the way, Heiliger Geist kann man nicht kaufen. Simon hat es versucht. Er hat bitter dafür bezahlt. Also, oh, bitte betet, dass der Fluch nicht auf mich kommt. Simon hat versucht, den Heiligen Geist zu kaufen, weil er gesehen hat, wie die Jünger die Hände auf die Leute in der Apostelgeschichte gelegt haben. Und er sagte, das will ich auch, komm, ich biete euch Geld an. Und Petrus, wie er ist, boah. Also, oh, bitte Petrus, mach, dass der Fluch nicht auf mich kommt. Ist nichts von dem eintrifft. Jemand versuchte, den Heiligen Geist zu kaufen. Hat nicht funktioniert. Hat bitter dafür bezahlt. Aber die Bibel redet davon, dass wir Weisheit erwerben sollen. Die Bibel redet davon, dass wir Weisheit kaufen können. Im Symbolischen. Aber du kannst nie im Richtigen, wie auch nie im Symbolischen, kann man den Heiligen Geist kaufen. Aber wir können Weisheit erwerben. Was bedeutet erwerben? Erwerben. Kauft Weisheit. Und dieser Schatz, dieses Öl, ist in der Wohnung des Weisen. Die fünf Jungfrauen, die weise waren, hatten Öl, stimmt's? Die treffen hier auf Sprüche 21 zu. Aber ein törichter Mensch vergeudet es. Was haben die Jungfrauen gemacht? Jemand denkt vielleicht haben sie es getrunken. Okay, servier Megan Öl anstatt Wein am Hochzeitsfest. Und sie wird stocksauer. Trinkt eine Braut Öl oder Wein am Hochzeitsfest? Hat Jesus nicht an der Hochzeit zu Kana Wasser zu Wein verwandelt? Jesus hat nicht Wasser zu Öl verwandelt. Freunde, wenn es um die Braut geht, geht es nie ums Öl. Heirate die Braut, serviere ihr Öl zum Hochzeitsfest, die lässt sich gleich wieder scheiden. Wenn du jetzt schon so knauserig bist. Come on! Alle Symbolik in der Hochzeit dreht sich um Wein. Weinberg, der Weinstock. Jesus sagte, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben, nie geht's ums Öl. Amen. Erinnerst du dich an die Botschaft der 11. Stunde Generation? Dass wir die 11. Stunde Generation sind? Wir haben alle Segnungen der vorgehenden Stundenarbeiter. Erinnerst du dich an die Botschaft, die 11. Stunde Generation? Wir arbeiten am wenigsten und bekommen am meisten im Verhältnis. Weil um Mitternacht kommt der Herr. Wir arbeiten nur noch eine Stunde. Wir arbeiten im Weinberg. Die 11. Stunde Generation arbeitet, Freunde, im Weinberg, nicht auf der Bohrinsel. Amen. Stimmt's?
Wir arbeiten nicht auf der Bohrinsel, sondern wir arbeiten auf dem im Weinberg. Jesus ist der Bräutigam und wir sind die Braut. Jesus ist nicht der Ölbrenner und wir sind das Kohlenstoffmonoxid. Er ist Bräutigam, wir sind die Braut. Amen. Bei der Hochzeit geht es nicht um Öl. Bei der Hochzeit geht es, preis dem Herrn, um Wein. Die Braut trinkt kein Valvoline oder Shell. Sie will vom Gewächs des Weinstocks. Kannst du sehen, wie Dinge hineininterpretiert werden aus Annahmen heraus, wo wir doch ganz klar sehen, im Kontext macht das keinen Sinn. Denn ein wertvoller Schatz und Öl ist in der Wohnung des Weisen. Öl ist kein Bild im Gleichnis von Matthäus 25 für den Heiligen Geist, weil wir diese zwei Arten von Öl sehen. Also sollten wir nicht einfach automatisch Holy Spirit dort hinein interpretieren. Nein, das ist das Öl der Weisheit. Es geht um Kluge und Törichte, Weise und Unweise. Um das geht. Denn die Weisen wissen um Zeit und um Stunde. Die Weisen wissen, sagt die Bibel, um Zeit und Gericht. Die Weisen wissen es, aber die Törichten nicht. Und in dem Moment haben die Törichten, wenn sie das nicht wissen, zu wenig Öl. Und die Klugen haben genug Öl. Weißt du, es wird uns völlig klar, wenn wir das anhand der jüdischen Hochzeit anschauen. Wir haben letztes Mal das angeschaut mit zwei Bildern und wir wollen das jetzt vervollständigen, weil ich habe euch letztes Mal den ersten Teil gezeigt. Wir schauen uns den ersten Teil nochmals an. Du kannst mir das große Bild hier aufzoomen. Und wir schauen dann auch jetzt noch heute den zweiten Teil an. Das ist, was ich letztes Mal gesagt habe. So läuft eine jüdische Hochzeit ab. Eine jüdische Hochzeit hat 6 Hauptphasen. Und eine jüdische Hochzeit dauert auch länger als unsere westlich geprägte Hochzeit. Eine jüdische Hochzeit kann 7 Tage lang dauern. Und es beginnt mit der Verlobung. Die Verlobung ist unsere Bekehrung. Halleluja. Denn dort wird festgelegt, der Brautpreis und wie man den bezahlt. Und zwar wird das vom Vater des Bräutigams festgelegt. Das Blut Jesu ist der Brautpreis für die Braut. Amen. Das Blut Jesu wurde festgelegt vom Vater. Die Bezahlung ist Jesus on the cross. Jesus am Kreuz ist die Bezahlung. Halleluja. Und dann wird die Braut vorbereitet und schön gemacht. Und das ist das Wasserbad im Wort. Gerade jetzt durchläuft ihr dieses Wasserbad im Wort. Gerade jetzt badest du. Weil das Wort wäscht uns. Das Wort reinigt uns. Der nächste Schritt ist, man macht die Wohnung bereit. Und wer macht das? Der Bräutigam geht. Das ist nicht die Aufgabe der Braut. Hörst du mir zu? Das ist keine Aufgabe der Braut, die Wohnung zu bereiten, sondern der Bräutigam geht hin, um einen Wohnort für die Braut zu bereiten. Und das ist simpel und einfach, was Jesus sagt in Johannes 14. In meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. Amen. Und ich gehe hin, euch eine Stätte, einen Wohnort, einen Platz zu bereiten. Es ist das neue Jerusalem, das jetzt schon im Himmel als Paradies existiert. Der Bräutigam geht und er bereitet uns für uns vor. Und die Braut, das sind wir. Wir erwarten jeden Moment die bevorstehende Abholung. So leben wir als Church. So lebt der Leib Christi. Jeden Moment. Wir werden nicht lazy. Wir sagen nicht, wir hören auf zu arbeiten. Denn wir wissen, wir sind die 11. Stunde Generation. Wir arbeiten durch Gottes Gnade. Nicht alles, was wir denken, müssen wir tun, tun wir, sondern dort, wo uns der Heilige Geist führt und leitet. Und der Rest tun wir nicht. Nur weil es jeder andere macht, bedeutet für uns nicht, dass wir es machen müssen.
nur was der Heilige Geist uns zeigt. Weil dann sind wir am effektivsten. Aber jeden Moment, wir arbeiten so, jeden Moment erwarten wir den Bräutigam. Amen. Und das ist der Weg, wie wir uns heiligen. Das ist die Heiligung in der Gemeinde. Heiligung ist nicht etwas Schweres. Heiligung ist nicht etwas, was du dich abmühen und abrackern musst. Heiligung ist, du erwartest die Wiederkunft des Herrn. Und das ist die Hoffnung. Das ist die glückselige Hoffnung. Das produziert in dir Heiligung. Denn in dem Moment, wenn du die Wiederkunft des Herrn erwartest, erkennst du den Ernst der Lage, den Ernst der Stunde und du vergeudest dein Leben nicht und wirfst es nicht einfach weg 20 Jahre. Amen. Sondern du weißt, die Zeit ist reif, die Zeit drängt. Lass uns die Zeit auskaufen. And let's be about our Father's business. Amen. Denn das war Jesus. Er stand hinter dem Business seines Vaters. Deswegen ist die Gemeinde so wichtig. Halleluja. Das ist das Tool, das Gott gegeben hat, um zu arbeiten. Und wir erwarten jeden Moment. Und dann, was geschieht als nächstes? Dann ist die Abholung der Braut. Dann sagt der Bräutigam zu diesem Zeitpunkt, wenn er die Wohnung bereitet hat, okay, und der Vater des Bräutigams sagt, jetzt ist der Zeitpunkt, um die Braut abzuholen, dann kommt er und das ist die Entrückung. Dann geht er zum Haus der Braut. Dann kommt Jesus zurück und er holt uns zu sich. Das ist die Entrückung und der Hochzeitszug begleitet ihn. Der Zeitpunkt bestimmt der Vater. Aber die Abholung der Braut kann erst geschehen, nachdem die Stätte bereitet ist, der Wohnort geschaffen wurde. Und das ist das Nächste, was passiert. Und so weit haben wir angeschaut, erinnerst du dich letztes Mal. Und jetzt schauen wir uns, was passiert nach der Abholung. Das ist Teil 2, siehst du. Nachdem der Bräutigam in der jüdischen Hochzeit die Braut abgeholt hat von ihrem Mutterhaus sozusagen, gehen sie zur Hochzeitszeremonie. Das ist, wenn wir von Jesus entrückt werden und in den Himmel genommen werden für die 7 Jahre, dann sind wir an der Hochzeitszeremonie und dort nimmt nur die Gemeinde teil. Denn an dieser Hochzeitszeremonie im Himmel ist nur die Gemeinde. Preis dem Herrn. Und es ist ein enger Kreis. Das ist noch nicht das Hochzeitsfest. Das Hochzeitsfest kommt erst später, denn das findet auf Erden statt. Das ist der enge Kreis. Heute würden wir es, in unserer Kultur nennen wir das die Hochzeitszeremonie Standesamt. Im Standesamt ist nicht Kreti und Pleti dabei. Stimmt's? Sondern die Ausgewählten sind in dieser Zeremonie dabei. Und was passiert? In dieser Hochzeitszeremonie. Es geschieht die rituelle Reinigung der Braut. Es gibt im Jüdischen eine rituelle Reinigung der Braut während der Hochzeitszeremonie. Und das ist das Preisgericht. Das ist, wenn wir von dem Richterstuhl Jesus stehen und wir Belohnung erhalten. Der Richterstuhl Jesus ist das Preisgericht, nicht das Schuldgericht. Jeder steht vor dem Preisgericht und wir erhalten Belohnung. Und das ist in der jüdischen Hochzeit, im Bild der jüdischen Hochzeit, die rituelle Reinigung. Das Nächste, was die Braut erhält, nachdem sie gereinigt ist, sie erhält das Hochzeitskleid. Männer, macht euch mit dem Gedanken, findet euch damit ab. Finde dich damit ab. Du wirst aussehen wie Megan. Was ist das Hochzeitskleid? Das Hochzeitskleid ist das, was Offenbarung 19 spricht. Sie werden mit Leinengewand, mit weißem Leinengewand angetan. Das ist unser Hochzeitskleid. Halleluja. Das Leinengewand ist das Hochzeitskleid für die Braut. Und jeder erhält solch ein Kleid. Das ist die Zeremonie. Und dann ist der Trauakt, der im Himmel stattfindet. Das ist das Nächste, was im Himmel stattfindet. Es ist nur die Braut anwesend, nicht die Heiligen des Alten Testaments. Wir werden noch in der Lounge-Lesson von heute Nachmittag dann darüber mehr noch sagen. Aber nur die Gemeinde nach dem Kreuz, also die neutestamentliche Gemeinde, ist anwesend zum Trauungsakt und zur Hochzeitszeremonie im Himmel. All diejenigen vom Alten Testament müssen noch etwas warten. Okay?
Und das hat damit zu tun, weil das Alte Testament Israel unter dem Alten Testament ist schon die Frau Jahwes im geschiedenen Zustand. Aber wir sind die Braut, wir aus den Heiden sind die Braut. Das Volk Israels ist die geschiedene Frau Jahwes. Der Hochzeitsbund fand am Sinai statt. Unter Mose, dort wurden sie verheiratet. Weil Mose, das Bündnis zu Mose, ist eigentlich ein Hochzeitsbund. Okay? Aber Gott hat sie wegen Hurerei zuerst für 100 Jahre hat er sich von ihr getrennt und dann hat er sich von ihr geschieden. Aber er holt sie zurück. Gott selbst ist ein Geschiedener. Okay? Aber er hat eben auch eine Braut. Er wird sie zurückholen, seine Frau. Aber das wird erst geschehen, wenn wir mit ihm zurückkommen. Halleluja. Also wir sind nur mit als Braut anwesend im Himmel und noch nicht die Heiligen des Alten Testaments. Die bekommen erst auch nach den 7 Jahren Trübsalszeit, erst wenn wir mit Jesus zurückkommen, erst dann, bevor wir ins Millennium hineingehen, bekommen die ihren Auferstehungsleib. Wir haben ihn schon, den Auferstehungsleib. Wir haben ihn früher. Du weißt gar nicht, was du alles für Privilegien hast, die du nie mehr verlieren willst. Du bist höchst privilegiert, höchst begünstigt, äußerst gesegnet and you have no clue about it. Ich meine, wir kratzen nur immer ein wenig an der Oberfläche mit den paar Grace-Botschaften, die wir hier predigen. Aber wir haben so viel größere Privilegien als Gemeinde gegenüber dem Rest. It's mind-blowing. Und irgendwann werden wir darüber sprechen, okay? Wir fangen Pfingsten erst richtig an. Das werden wir über die nächsten Jahre beibehalten. Amen. Also, die Trauung findet im engsten Kreis statt. Deswegen redet die Bibel von den wenigen. Das sind nicht 144.000 Zeugen Jehovas, mit denen du da oben stehst, sondern, Amen, die wenigen ist im Blick auf nur die Neutestamentgemeinde und all die Millionen von der Alttestamentgemeinde, die sind noch nicht dort. Deswegen redet die Bibel von den wenigen im Himmel. Das sind nicht ein paar Errettete, da gibt es ganze Bewegungen, die glauben, nur 144.000 werden errettet. Das hat mit dem gar nichts zu tun. Das sind die 144.000, die an unserer Stelle evangelisieren, wenn wir nicht mehr auf der Erde sind als Gemeinde. Das sind 144.000 Versiegelte aus der Offenbarung, die evangelisieren, wenn wir nicht mehr hier sind. Das sind nicht 144.000. Das wäre ja ein schöner Ort. He? Ein unendliches Universum und nur 144.000. So alle 500.000ste Galaxie mal einer wieder. He? Ah nein, das Universum wurde von Gott bereitet. Amen. Um es zu bevölkern. Halleluja. Wir sind im Moment im Vergleich als Gemeinde, und das ist halt eben einfach nur die letzten 2000 Jahre, wenige, gegenüber alle Heiligen von allen Zeitaltern. Okay? Also wir reden dann noch von einer riesigen Schar von nochmals 4000 Jahren. Weil die Gemeinde ist nur die letzten 2000 Jahre, als Jesus ans Kreuz ging. Die rund letzten 2000 Jahre. Aber wir reden noch von nochmals 4000 Jahren zusätzlich, die all diejenigen, die vorher geglaubt haben, die Alttestament-Heiligen vor Jesus. Da kommen noch einige dazu. Amen. Da kommen noch einige dazu. Und jetzt ist der Trauungsakt. Und wir werden getraut. Und jetzt, was passiert als Letztes? Als Letztes, das ist die jüdische Hochzeit. Das heißt, die Zeremonie und der Trauungsakt, der findet im engsten Kreise statt. Aber jetzt kommt der Bräutigam zurück. Vorher versendet er die Einladung zum Hochzeitsfest auf Erden. Und das ist Offenbarung 19, Vers 9. Er versendet die Einladung. Halleluja. Und alle anderen werden jetzt eingeladen. Und dann gleich das Reich der Himmel den 10 Jungfrauen. Dann. Die 10 Jungfrauen sind zeitlich am Ende der Trübsal einzuordnen. Kurz bevor Jesus zurückkommt,
er die Hochzeitseinladung versandt hat. 5 sind schläfrig, 5 sind wach. Dann gleicht das Reich der Himmel den 10 Jungfrauen. Denn der Jungfrauenzug begleitet das Paar. Aber es ist eben das Paar Bräutigam und Braut. Und die Jungfrauen sind ja die Brautjungfern. Also kann es nicht die Gemeinde sein, weil sie begleiten das Paar. Und das ist die Rückkehr des Bräutigams mit der Braut. Er kommt zurück und diese Rückkehr mit uns auf die Erde nach den 7 Jahren Trübsal, die führen ins tausendjährige Reich. Halleluja. Und dann gibt es Menschen, die bereit sind, und es wird Menschen geben, die nicht bereit sind. Verstehst du? Es wird Menschen geben, die bereit sind, es wird Menschen geben, die nicht bereit sind. Die Freunde des Bräutigams nehmen jetzt teil. Und zwar, das sind die Alttestament-Heiligen, die kommen erst jetzt dazu, plus die Märtyrer aus der Trübsalszeit. Die Alttestament-Heiligen plus die Märtyrer aus der Trübsalszeit, die kommen erst jetzt dazu. Johannes der Täufer nennt sich nicht Teil der Braut, er nennt sich nur Freund des Bräutigams. Und Johannes der Täufer steht für das Gesetz. Er steht sozusagen der Last Man Standing, der Letzte, der fürs Gesetz steht, bis Jesus seinen Dienst beginnt und dann ans Kreuz geht. So der letzte Prophet sozusagen unter dem Gesetz des Alten Bundes. Und dieser Mann nennt sich nur Freund des Bräutigams. Er nennt sich nicht, ich bin die Braut. Das sagt uns schon alles. Die Alttestament-Heiligen sind nicht die Braut. Die Braut ist nur die Neutestament-Gemeinde der letzten 2000 Jahre. Halleluja. Aber die Freunde kommen dazu. Die Braut feiert im Himmel. Israel wird auf Erden feiern. Weil das führt ins tausendjährige Reich. Das Millennium beginnt. Hör mir gut zu. Das Millennium, das tausendjährige Reich, beginnt mit dem Hochzeitsfest auf Erden. Und dieses Fest hier kann 7 Tage dauern. Ich weiß nicht, ob wir dann 7 Tage feiern, wenn wir ins Millennium starten, oder 7 Monate oder 7 Jahre. Es kann durchaus sein, dass wir eine längere Zeit feiern, bevor dann das Millennium so richtig losgeht. Das tausendjährige Reich so richtig losgeht. Aber das ist ganz wichtig. Schlussendlich musst du den Unterschied sehen. Es gibt eine Zeremonie im Himmel, da ist nur die Gemeinde anwesend. Und es gibt ein Fest auf Erden. Und das leitet das Millennium ein. Halleluja. Dann gleicht das Reich der Himmel den 10 Jungfrauen. Okay? Praise the Lord. Wunderbare Parallelen dieses jüdischen Hochzeitsfests. Als Parallele zur Braut und zum Lamm Christi. Zum Lamm gezogen. Hochzeit des Lammes, so nennt man das. Wir sehen hier jüdische Hochzeit und wir sehen die Parallele der Hochzeit des Lammes. Deine und meine im Himmel. Amen. Halleluja. Freunde, wir können abschließend sagen, dass mit all den Dingen, die wir jetzt angeschaut haben, dass das Gleichnis der 10 Jungfrauen bezieht sich nicht auf die Gemeinde. Wir sind die Braut, nicht die Brautjungfern. Öl bezieht sich nicht auf den Heiligen Geist. Denn wir müssen ins Pfingstfest gehen, um herauszufinden, was sich auf den Heiligen Geist bezieht. Und das, was wir von den Kindern schon gesehen haben, Apostelgeschichte 2, Vers 4, sie waren alle einmütig beieinander und sie wurden alle erfüllt mit dem Heiligen Geist. Sie sahen wie von Feuer zerteilte Zungen über sie und sie wurden alle erfüllt vom Heiligen Geist und sie fingen an, in diesen, das war die erste Sprache, in diesen Landessprachen zu sprechen. Es gibt 2 verschiedene Arten von Sprachen. Es gibt eine Sprache, die spricht wirklich eine Fremdsprache. Und dann gibt es eine Engelszunge, eine Zungenrede. Beides sehen wir eben dort drin.
Und in diesem ersten Pfingstfest, da sprachen sie in fremden Sprachen, in anderen Landessprachen. Und weißt du, was die Reaktion war von den Leuten, eben die Meder und die Perser und wer alles da dabei war, die sie hörten? Das war Apostelgeschichte 2, Vers 11 bis 13. Das war die Reaktion der Menschen, die sie hörten. Kreter, Araber, wir hören sie in unseren Sprachen die großen Taten Gottes verkünden. Und sie entsetzten sich alle und gerieten in Verlegenheit und sprachen einer zum anderen, was soll das wohl sein? Diese Jünger, diese 120 im Obergemach in Apostelgeschichte 2, wurden erfüllt mit dem Heiligen Geist. Und ihr Schluss, der Leute, die da waren, auf den Straßen, der Schluss, sie kamen zum Schluss, sie sind voll Shell. Valvoline. Nein, sie sind voll was? Voll Wein. Hier ist das Bild für den Heiligen Geist. That's the pic. That's the picture of the Holy Spirit. Nicht das Öl. Sie sind, was ist Ihr Schluss? Sie haben zu viel getrunken. Sie sind zu voll von Cabernet, Shira und allem Möglichen. Sie haben zu viel getrunken. Sie sind voll süßem Wein. Das ist Ihr Schluss. Und weißt du, was Epheser 5, Vers 18 und 19 sagt? Epheser 5, Vers 18 und 19 sagt, berauscht euch nicht mit Wein, was Ausschweifung ist, sondern werdet voll Geistes. Die Braut bekommt Wein, nicht Öl. Öl ist ein Bild des Alten Testaments. Wein ist ein Bild des Neuen Testaments. Amen. Weißt du, wie viel Mal das Wort Öl vorkommt im Neuen Testament nach den Evangelien, also Apostelgeschichte? Etwa zweimal kommt das Wort Öl vor im ganzen Neuen Testament. Aber Wein kommt immer wieder vor. Im Pfingstfest, im Epheserbrief, der Weinberg, der Weinstock, das Weingewächs. Wow. Die Gemeinde, bei der Gemeinde geht es um Wein. Berauscht euch nicht mit Wein, werdet voll Geistes. Wein steht für was? Weißt du, früher habe ich gepredigt, als ich noch nicht Gnade gepredigt habe, habe ich das früher am Pfingsten gepredigt. Gemeinde, heute ist Ölwechsel. Das stimmt wirklich. Das habe ich früher gepredigt. Heute ist Ölwechsel, Sonntag. Du brauchst einen Ölwechsel. Vor allem die Pastoren, die brauchen gleich drei. Ihr braucht Ölwechsel. Ich habe kein Öl mehr. Ich sehe es unter der Woche, ich habe kein Öl mehr. Die Sitzungen sind öllos. Schmierlos. Aber ich predige heute nicht mehr, du brauchst einen Ölwechsel. Amen. Sondern heute kann ich predigen, Gnade ist New Wine. Jedes Mal, wenn du die Botschaft der Gnade hörst, denn mit Pfingsten startet das Gnadenzeitalter, die Dispensation der Gnade, das Zeitalter der Gemeinde, das Zeitalter des Heiligen Geistes. Das kommt alles mit Pfingsten. Die Gemeinde hat ein Geburtstagsgeschenk bekommen und das ist eine neue Sprache. Wein steht für eine neue Sprache. Denn wenn man zu viel hat, dann fängt man an zu reden. Amen. Wenn du zu viel hast, beginnst du zu lallen. Und das ist, was sie dachten. Dieses Gelalle, nein, Freund, das war Zungen. Neuer Wein. Siehst du, Ölwechsel steht vor, du musst etwas tun. Du musst etwas tun, du bist nicht mehr schmierig genug und du musst etwas unternehmen. Aber neuer Wein. Neuer Wein ist ein Bild der Gnade. Amen. Denn ich weiß nicht, wie es mit dir ist, aber ich mag Wein. Ich bekenne öffentlich, ich mag Wein. Öffentlich. Aber ich weiß noch, ganz andere mögen Wein. Je älter sie werden, desto mehr mögen sie Wein. Amen. Mögt ihr Wein? Amen. Wein ist etwas Gutes.
Halleluja. Und das Beste ist Holy Spirit Wein. Wann ist Wein nicht mehr gut? Wenn man betrunken wird. Okay? Aber zu einem feinen Essen ein gutes Glas Wein. Dann, wenn es nicht in die Ausschweifung hineinführt. Praise the Lord. Aber Holy Spirit, der beste Wein ist der neue Wein. Der neue Wein ist Gnade. Die Botschaft, die ihr hört jeden Sonntag hier in der Grace Family Church, die Botschaft der Gnade ist neuer Wein. Amen. Deswegen fühlst du dich manchmal, wenn du kommst, nicht manchmal, immer, wenn du kommst in den Gottesdienst am Morgen und du gehst anders, als du gekommen bist. Das ist, weil du Wein getrunken hast. Holy Spirit Wein. Ist das nicht wunderbar? Denn er sagt im Vers 19, redet. Siehst du, hier ist die Verbindung. Neuer Wein steht für reden. Redet zueinander. In neuen Psalmen, neuen Liedern, geistlichen Lobgesängen. Speak, speak, speak. Wein ist ein Bild für speak, für reden. Stokorobon sterekedebe, stokorobon baramande sterekedebe, stokoroboa. Ich trinke. Amen. Und du kannst heute Morgen mit mir trinken. Und für die, die noch nie getrunken haben, heute ist der Moment, neuen Wein zu trinken. Amen. Halleluja. Heute ist der Moment, neuen Wein zu trinken. Preis dem Herrn. Amen. Und ich möchte einfach diese Möglichkeit jetzt allen denen geben, die noch nie den neuen Wein getrunken haben, dass sie heute Morgen die Möglichkeit haben, die Erfüllung mit dem Heiligen Geist zu empfangen. Die Taufe mit dem Heiligen Geist zu empfangen. Denn das ist, was die Erfüllung im Heiligen Geist bedeutet. Die Erfüllung im Heiligen Geist ist die Taufe im Heiligen Geist. Und du sagst, was ist die Voraussetzung, Pastor Erich? Was ist die Voraussetzung, dass ich erfüllt werden kann mit dem Heiligen Geist? Die Voraussetzung ist, dass dir deine Sünden vergeben sind. Und wenn Jesus dein Herr ist, sind dir alle vergangene, gegenwärtige und zukünftige Sünden bereits vergeben, denn alle Sünden von dir und mir vor 2000 Jahren lagen in der Zukunft. Jesus hat nicht nur unsere vergangenen Sünden erledigt, er hat alle unsere Sünden, Halleluja, am Kreuz getragen. Das macht dich bereit. Schau an, was es heißt in Apostelgeschichte 10, Vers 43. Bis Vers 46. Das ist Petrus im Haus des Cornelius. Und er sagt, von diesen legen alle Propheten Zeugnis ab, dass jeder, der an ihn glaubt, durch seinen Namen Vergebung der Sünden empfängt. Das ist an dem Moment, wo wir uns bekehren, empfangen wir Vergebung aller Sünden, vergangene, gegenwärtige und alle zukünftige. Das ist im Haus von Cornelius. Petrus predigt. Und was ist das Nächste, was passiert? Während Petrus noch von der Sündenvergebung predigte, was passiert? Fiel der Heilige Geist auf sie, weil alle bereit waren. Und was ist das Nächste, was wir sehen? Denn sie hörten, Vers 46, sie hörten sie in Sprachen reden, in neuen Zungen und Gott hochpreisen. Wer ist ready für die Taufe im Heiligen Geist? Wenn ich zu den 5 Frauen gehöre, Jungfrauen. Nein, wenn du Sündenvergebung hast, wenn Jesus dein Herr ist, bist du ready. Dann bist du ready. Wenn ich genug Öl habe, no. Wenn du Sündenvergebung hast. Wenn ich gut gelebt habe, no. Wenn Jesus dein Herr ist. Wenn ich meine Frau gestern ein Ständchen gesungen habe, no. Weil Jesus in deinem Leben ist. Was macht dich ready? Jesus. Jesus macht dich ready. Jesus macht dich ready. Halleluja. You have one.